Hallo, heute möchte ich mit euch mal besprechen, wie wir so unsere Suchanfragen verbessern können. Dazu habe ich ein Dokument von Daniel M. Russell gefunden. Das ist jetzt nicht irgendwer, sondern der Daniel M. Russell arbeitet bei Google als Suchwissenschaftler und er hat auch verschiedene Vorträge auf YouTube, wie man besser suchen kann, oder auch ein Buch geschrieben über Suchen. Und hier hat er eben die Google Advanced Search Operators beschrieben. Google selber, ihr kennt ja normalerweise, macht man halt so eine Frage, was weiß ich, ich suche nach Oliver Kahn. Und das ist so die Standardsuche. Die erweiterte Suche, die kann ich hier über Einstellungen aufrufen. Und in der erweiterten Suche kriege ich verschiedene Vorschläge, wie ich denn jetzt nach Oliver Kahn suchen möchte. Also sollen die Wörter enthalten sein? Sollen die Wörter in einer Wortgruppe sein? Also genauso Oliver Kahn und nicht Kahn Oliver und nicht Oliver Meyer und Paul Kahn, sondern eben genauso. Oder es braucht nur eines der Wörter enthalten sein, oder sollen Wörter ausgeschlossen werden, Zahlenbereiche. Ich kann hier auf Sprachen filtern, auf Länder filtern. Wann die Seite aktualisiert sein muss, kann ich eingrenzen. Ich kann direkt auf eine Webseite oder eine Domain einschränken. Ich kann auch sagen, ob das jetzt im Titel der Seite oder im Text oder in Links und so weiter drin vorkommen kann. Will ich anstößige Ergebnisse sehen oder nicht? Ich kann auf Dateitypen filtern und ich kann auch nach Lizenzen filtern. Also da bietet Google schon sehr viele Möglichkeiten mal an der Oberfläche an. Und ich kann diese Suche jetzt mal hier in die Wortgruppe einfügen. Wenn ich die erweiterte Suche mache, dann seht ihr, dass hier jetzt um Oliver Kahn zwei Anführungszeichen gekommen sind, was eben genau das darstellt. Also sprich, wenn ich mehr Begriffe in Anführungszeichen setze, dann heißt es genauso als Wortgruppe. Und dieser Daniel M. Russell hat eben diese Befehle oder diese Parameter, diese Suchoperatoren hier auf seiner Seite drauf. Und hier ist eben zum Beispiel das in Anchor. Anchor ist der Link. Also wenn ich in Anchor in Links suchen möchte auf der Seite, dann kann ich das hier nehmen oder eben das mit in Text, hatten wir ja gerade auch schon gesehen, in Title, in URL, also ob es in der Domain eben drin ist. In der Domain soll also Google sein und man sucht nach dem Wort FAQ. Na. Sehr interessant ist dieser hier. Also ich kann praktisch sagen, dieser Begriff 1 soll maximal so und so viele Wörter vom Begriff 2 entfernt sein. Das ist natürlich gerade bei der Namenssuche sehr wichtig, weil wenn ich eben diese Anführungszeichen nutze, dann heißt es Name 1, Name 2, also Vor- und Nachname, genau in dieser Reihenfolge. Das heißt, Kahn, Oliver würde ich nicht finden. Mit Around könnte ich eben sagen, dass Oliver und Kahn zum Beispiel im Abstand von maximal zwei Worten vorkommen soll. Und dann wäre es richtungsunabhängig. Ich weiß aber gar nicht, ob die Around tatsächlich auch in google.de schon drin haben. Müsste man mal ausprobieren. Habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht. Ja, ich kann das Datum beeinflussen. Ich kann also sagen, es soll vor einem gewissen Datum gewesen sein. Aus meiner Erfahrung kommt da trotzdem immer noch viel Müll, aber deutlich weniger. Genauso after, also hinter einem gewissen Datum. Genau, ich kann mir Definition geben. FileType, das hatte ich ja auch gerade gesagt, ne? Da kann ich dann eben sagen, FileType PDF oder so. Also ich könnte zum Beispiel Googles Suche machen nach FileType PDF und zum Thema OSINT. Dann würde ich jetzt halt einen Haufen PDFs zum Thema OSINT angeboten bekommen, oder ich könnte mir genauso gut PowerPoints suchen. Dann würde ich eben hier PowerPoint-Präsentationen zu dem Thema OSINT finden. Genau, also das finde ich einen sehr wichtigen
Suchparameter. Genau, fill in the blanks, also Sternchen. Sternchen kann als Wildcard genutzt werden. Funktioniert auch in Anführungszeichen. Hatte ich ja auch schon in einem Video bei der Bildersuche mal genutzt. Eben, ihr könnt Google-Sternchen Product suchen. Dann heißt es zwar, dass vorne Google stehen muss und hinten Products, aber Sternchen bedeutet eben, dazwischen kann eben noch ein anderes Wort stehen. In URL ist dann eben so ähnlich wie, was hatten wir oben in, weiß ich schon wieder gar nicht mehr alles auswendig, ich musste auch manchmal nachgucken. Manche Sachen benutzt man häufiger, manche nicht, doch hier in URL. Das kommt jetzt hier nochmal, okay, ach so, genau, sie hier oben. Minuszeichen, das Ausschließen, sehr, sehr wichtig, wenn man das mal machen möchte. Ich möchte einen Oliver Kahn finden und der soll aber kein Fußballer sein. Spielerprofil, Fußballdaten. Ich hatte doch gerade gesagt, kein Fußball. Minus Spielerprofil. Gut. Titan. Titan. FCB Insight. Hansi Flick. Hansi Flick. Minus Flick. Transfermarkt. Also es ist gar nicht so einfach, einen Oliver Kahn zu finden, der nicht der Oliver Kahn ist. Also immer noch viel Oliver Kahn. Erfolg kommt von innen. Ich.Erfolg kommt von innen. Das möchte ich auch nicht. Also ich kann auch mit solchen Hochkommas arbeiten, wenn ich etwas ausschließen will. Mia San Roth. Alle. Ja, man kann ja einfach mal so ein Minus FC bei München. Minus bei Jan Önchen. Vielleicht hilft das hier mal was. Und wir sehen, es ist immer noch alles voll mit Oliver Kahn. Gut, was könnten wir noch? Minus Saison, minus WM, minus Weltmeisterschaft, minus Champions League, minus DFB. Fußball. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe einen Oliver Kahn gefunden, der nicht dieser Oliver Kahn ist. Sollte es ja kaum glauben. Ein anderer Oliver Kahn. Ja, wie lang war jetzt mein, das, was ich hier hatte? Also, ziemlich viele Suchbegriffe. Viel einfacher wäre es natürlich gewesen, wenn ich etwas mehr über den anderen Oliver Kahn gewusst hätte. Weil wenn ich gewusst hätte, dass der was mit Metall zu tun hat, hätte ich ihn gleich gefunden. Wenn ich gewusst hätte, dass er aus dem Saarland ist, hätte ich ihn gleich gefunden. Also ihr seht, es ist schon wichtig, etwas vorher zu wissen. Das macht die Suche wesentlich einfacher. Gut. Minus Number Range, also kann man auch mal zeigen. Ich möchte etwas über John Oliver wissen zwischen 1980 und die zwei Punkte sollen dann heißen, die Zahlen dazwischen werden alle aufgefüllt. 1990.
Ja, und ihr seht schon, ihr findet einen Wikipedia-Eintrag, wo dann 83, 84, 85 und so weiter drin steht. Ihr findet auch vom John Oliver einen Wikipedia-Eintrag. Ihr findet einen Artikel vom Metal Hammer, der ja. Es ist ein Testserver, der hier praktisch in seinem Artikel eben das Jahresdatum erwähnt hat, aber ein recht aktueller Artikel ist, also von 2016, sieht man ja auch, dass er nicht mehr sonderlich jung ist. Auch hier, ja, also diese Zahlen stehen schon drin, aber ich finde halt trotzdem jetzt nicht irgendwelche oder nicht unbedingt die alten Artikel, die aus dieser Zeit stammen. Gut, 80 war auch das Internet noch eine andere Kiste. Aber auch bei den Fotos, ja, also die meisten, da ist er schon sehr alt. Hier, das hier ist jetzt ein Foto, das eher aus dieser Zeit stammen dürfte. Bin mit der Suche nicht ganz so glücklich, aber vielleicht liegt es auch an mir. Or, also eben, dass der eine oder der andere Begriff drin vorkommen darf. Phrasensuche haben wir ja gerade schon mehrfach gemacht. Ja, was hat er noch? Site, ne, hatte ich auch gesagt, ich kann speziell eine Seite durchsuchen. Das ist oft deutlich besser als wenn man die Suchmaschinen von einzelnen Webseiten nutzt. Die sind oft sehr, sehr grottig und wenn man dann von außen die Seite mit dem Site-Parameter durchsucht, dann findet man da doch oft schöne Sachen. Genau, dann ja, die Advanced Search habe ich ja schon zum Eingang gezeigt. Ein paar Sachen sind inzwischen ja, hier ist die Sternchensuche nochmal gezeigt. Also ihr könnt das Dokument ja dann auch wirklich selber nochmal genau durcharbeiten, aber ich wollte euch ein paar Beispiele einfach zeigen. Also inzwischen kann Google auch mit verschiedenen Symbolen umgehen. Auch das Pluszeichen wie in C++ ist inzwischen durchsuchbar oder auffindbar. Was es nicht gibt, ist so Klammern. Er sagt, sie haben festgestellt, dass die Leute nicht klammern können. Ich weiß nicht, lernt man es nicht sogar schon in der Grundschule oder spätestens dann 5. Klasse. Aber gut, die meisten Leute hätten eben so geklammert. Genau, also so funktioniert das OR. Wenn ich A, B, OR, C, D schreibe, dann bezieht sich das OR letztendlich nur auf das B und das C, während A und D eben nicht mehr von dem OR betroffen werden. Word Order, also die Wortreihenfolge ist wichtig, das heißt, das erste Wort ist wichtiger als das zweite und das dritte und das vierte. Also da gibt es eine Gewichtung und es gibt ein paar Sachen, die eben nicht mehr gehen. Also Link war eine schöne Möglichkeit zu gucken, wer verlinkt auf eine Seite, das geht nicht mehr. Info haben sie auch rausgeschmissen. Den Plus-Operator haben sie rausgeschmissen. Und die Tilde als Synonym, weil Google sowieso Synonyme macht. Also das heißt, wenn ihr nach Handy sucht, wird auch nach Smartphone gesucht. Ja, also Google Suchoperatoren. Ich werde euch den Link davon, wenn ich es nicht vergesse, in die Videobeschreibung reinsetzen. Ansonsten werdet ihr das sicherlich auch finden. Google Advanced Search Operators von David M. Russell. Und denke, das ist wohl die beste Quelle, wenn einer ein leitender Wissenschaftler bei Google ist und der sagt, wie man Google nutzen kann, dass man diese Ideen, die er hier präsentiert oder diese Möglichkeiten, die er hier beschreibt, dass man die dann auch in seinen Suchen nutzt, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. So, das Video. Ha, also diesmal habe ich die 10 Minuten gesprengt. Dann höre ich jetzt mal an dieser Stelle auf. Macht's gut. Ciao, ciao.